Ich bitte zu mir auf die Bühne den Mann, der von Anfang an dabei war bei den Big Brother Awards. Er ist auch international bei Privacy International im Board. Erich Möschel. Danke, Dagmar. Erich, ich habe schon gesagt, du bist eben bei Privacy International im Board und eben international vernetzt. Kannst du uns kurz mal sagen, was tut sich denn bei den Big Brother Awards international so? Was gibt es denn da Neues? Wie geht es denn in den anderen Ländern so zu? Nicht ganz so lustig wie bei uns. Ich kann das ein bisschen näher ausführen. Die Big Brother Awards, die ersten Big Brother Awards, fanden 1998 in Großbritannien statt. Gründer des Ganzen ist Simon Davis von Privacy International. Ein Australier, der in Großbritannien lebt und an der London School of Economics lehrt. Die Shows selbst finden nicht in allen Ländern, so wie bei uns, jedes Jahr jetzt zum 11. Mal oder 12. Mal an. Ich glaube 12, aber 12, du das 12. Mal. Naja, man kommt beim Zählen durcheinander, so ab den zweistelligen Nummernbereich. Es sieht so aus, es werden in ungefähr 25 Staaten der Welt Big Brother Awards abgehalten, aber sie passieren nicht mit dieser Regelmäßigkeit und sie passieren nicht jedes Jahr. Das heißt, je nach Organisation macht mal ein Land ein, zwei Jahre Pause, weil es auch andere Sachen gibt und die Gruppen, die das machen, die haben wirklich keine großen Ressourcen zur Verfügung, sondern die müssen sich das gewaltig einteilen. Wir hingegen stehen loud and proud hier. 12 Big Brother Awards in Serie hat kein einziges Land auf der gesamten Welt bis jetzt geschafft. Und das liegt nicht an mir. Das liegt an Leuten, an den Leuten, die Sie heute auf der Bühne gesehen haben und an den Leuten, die hier im Publikum sitzen. Wir hätten überhaupt keine Chance ohne die Unterstützung all derer, die rund um die Awards aktiv sind, würden wir den Event nicht so betreiben, so dass niemand irgendwas bekommt, dann würden sie uns abschießen. Im ersten Jahr, in dem wir die Kohle nicht aufstellen, gibt es dann keine Awards mehr. Das Streaming, das uns von unseren Partnern angeboten wurde, das Elevate Festival, naja, das würde so ungefähr das Jahresbudget der Quintessenz ausmachen, die den Großteil dazu beiträgt. Und das wäre nur ein einziger Kostenfaktor unter Tausenden. Und so wird überhaupt nicht gefragt. Wer kommt, der kommt. Und wer Ressourcen hat, der bringt. Und wir schaffen es trotzdem jedes Jahr. Es geht zwar, wie du weißt, liebe Dagmar, immer leicht chaotisch zu. Aber wir kriegen es immer noch auf die Reihe. Und das auch, weil ihr uns durch euer fantastisches Verhalten die Sicherheit gebt, dass wir uns das überhaupt trauen dürfen. Das ist der Punkt. So viel zur Agitation und Propaganda. Das jetzt mal aber es ist schon mal recht positiv. Also du machst gute positive Stimmung, das ist gut. Du hast uns auch den Positive Award mitgebracht. Ja, den habe ich mitgebracht. Wie kommt denn der zustande? Der Positive Award, der kommt nicht so zustande wie alle anderen, wo sich eben, naja, sagen wir, 4 bis 5 zweifelhafte Fälle hintereinander anstellen, um sich die Watschen abzuholen. Der Positive Award kommt ganz anders zustande. Und zwar, dass Leute ausgezeichnet werden, die tatsächlich bereits jahrelang dagegen ankämpfen. Es gibt nicht gar so viele Galionsfiguren, aber ich habe Ihnen heute eine mitgebracht, einer der ältesten Freunde der Quintessenz. Und er sitzt hier auch am Streaming in New York und sieht uns zu. Sein Name ist John Young.
Ich räume jetzt die Bühne. Du kommst ans Pult. Und meine Damen und Herren, warten Sie dann nicht auf die Off-Stimme, weil die kommt beim Positiv-Award nicht. Es gibt natürlich einen Text, den Sie wie alle Texte auf unserer Website bigbrotherawards.at nachlesen können. Den habe ich allerdings irgendwie verlegt, aber ich glaube, ich habe ihn noch im Kopf. Und außerdem brauche ich dazu eigentlich keinen Text. John Young hat die Website cryptome.org. Diese Website gibt es seit Anfang 1996 und sie ist seit damals aufgefallen, dass dort unter dem Fittich des First Amendment des amerikanischen Rechts publiziert werden kann, was ansonsten kaum publizierbar wäre. Das heißt, dort stehen Dokumente, die weder John Young noch mir noch sonst jemandem gehören, sondern Leuten, die und Firmen und Behörden und Institutionen, die nur eines im Sinne haben, dass diese Dokumente nicht öffentlich werden. John Young ist ungefähr so ein Typ, wenn Sie jemals in den Zeiten vor WikiLeaks, er ist die Mother of all WikiLeaks, wenn Sie in den Zeiten vor WikiLeaks irgendwo in einer österreichischen Zeitung oder in einer deutschen Zeitung einen Hinweis gelesen haben, Liste mit 256 CIA-Agenten im Netz aufgetaucht, britische Agenten bloßgestellt im Netz, geheime Überwachungspläne der amerikanischen Regierung im Volltext dokumentiert. Es war immer John Young, es war immer Kryptom. Es sind alle Dokumente seit 1996 noch vorhanden. John hat sehr oft Besuch von missliebigen Menschen, von Leuten, die das missbilligen. Seine gängige Praxis ist so, wenn er zum Beispiel Besuch vom FBI bekommt, er bittet sie dann herein und dann wird gesagt, dann wird ausgerichtet, ja, die Briten hätten sich beschwert und er gefährde Menschenleben. Das erhebt diesen absurden Vorwurf, erhebt man ja auch gegen WikiLeaks, ja? Die übrigens dankenswerterweise seit zwei Tagen wieder am Netz sind. John macht dann Folgendes, er lässt sich die ID-Cards der FBI-Agenten zum Einscannen geben. gibt auf die Zusicherung, dass auf das Ersuchen, dass er das nicht öffentlich mache, zur Antwort, that's against our policy. Und in dem Moment, wo die FBI-Agenten bei der Tür hinaus sind, so die Veröffentlichung des Protokolls ihres Besuches hat vielleicht ein zeitliches Delay von 1 bis 2 Stunden. Und John ist über 70. Er ist ein zorniger alter Mann. John ist einsilbig, wir wollten ihn heute, er hat gesagt, wir können ihn anrufen, normalerweise geht er nicht gern ans Telefon, weil er da immer irgendwelche hirnlosen amerikanischen Reporter am anderen Ende hat. Er hätte es heute gemacht, aber wir haben es uns erspart, weil wir sind so schon nicht zurechtgekommen mit der gesamten Organisation. Und wann? Dann hätten wir einen Soundtrack von vielleicht, würde ich mal sagen, knapp 25 Sekunden, da er nicht sehr gesprächig ist. Aber das wird nachgereicht und wir werden das morgen nachholen und es wird eine Soundfile mit John Young auf der Big Brother Awards Website geben, auf die ich Sie nochmals hinweisen möchte, weil dort stehen nämlich noch weitere Fälle, die wir in dieses Bühnengeschehen nicht reinbringen konnten, weil es den Rahmen ganz einfach gesprengt hatte. Nachdem Professor Knoll schon vorher irgendwie moniert hat, dass die Jury-Sitzungen so lang dauern, dann wollen wir auch nicht die Theatervorstellung auf dasselbe Format aufblähen. Also Sie können das gerne auf der Website nachlesen. Also, Defensor Libertatis, John Young aus New York, cryptome.org.
hast John Young super gegendert mit Mother of It All.